Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung auch zu dieser spannenden Veranstaltung heute zum Thema Nachtökonomie. Genau, ich würde heute mal ganz generell erstmal sagen, warum das Thema überhaupt relevant ist, warum man sich damit beschäftigen sollte als Stadt, als Kreativwirtschaft, vielleicht auch als Wirtschaftsförderung und wo eventuell auch Problemlagen sind, die man durchaus auch dann mit bedenken muss, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und genau, das ist jetzt so der Plan für die nächste halbe Stunde, inklusive ein paar Fallbeispiele aus anderen Städten. Also was dort gemacht wird, würde ich heute auch in Ansätzen anreißen. Und würde aber erstmal anfangen, wirklich mit der Relevanz. Also warum sollte man sich mit diesem Thema Nachtleben überhaupt beschäftigen? Das ist ja durchaus eine Frage, die man sich mal stellen darf. Und das Erste ist, also ich glaube, das würden die meisten hier auch unterschreiben und generell wahrscheinlich auch die meisten jüngeren Menschen in Städten unterschreiben, dass Nachtleben in irgendeiner Weise auf jeden Fall ein Indikator ist für die Lebensqualität einer Stadt, für Urbanität, für eine bestimmte Atmosphäre. Allein die Möglichkeit zu haben, abends, nachts rausgehen zu können, das ist, glaube ich, etwas, was man aktuell besonders vermisst in diesen Zeiten der Corona-Pandemie. Das wird aktuell besonders deutlich. Und aus diesem Grund wird das Ganze dann zum Standortfaktor für Städte und Regionen, sagt zumindest dieser Herr hier, Richard Florida. Vielleicht haben den einige schon mal gehört. Das ist ein ganz bekannter Mensch aus den Vereinigten Staaten, lehrt, glaube ich, aktuell in Toronto. Genau, der hat so Anfang der 2000er Jahre mehrere Bücher geschrieben über die sogenannte kreative Klasse. Ganz bekannte und durchaus auch sehr, sehr erfolgreiche Bücher. The Rise of the Creative Class und dann noch ein paar Nachfolgewerke. Und da beschreibt er eben die Relevanz, ja, einer urbanen Atmosphäre für diese sogenannte kreative Klasse, die ich gleich nochmal kurz vorstellen würde. Und daraus kann man natürlich dann ein wenig schließen, dass Nachtleben eben auch sehr, sehr wichtig ist für die Menschen in einer großen Stadt. Dieser Florida fragt sich, warum sind eigentlich einige Städte, vor allem wirtschaftlich gesehen, aber vielleicht auch was das Lebensgefühl angeht, was die Attraktivität einer Stadt angeht, erfolgreicher als andere? Und er sagt, das hängt eben damit zusammen, dass es wohl, zumindest in seinen Augen, einen Zusammenhang gibt von Kreativität oder kreativen Menschen und der ökonomischen Entwicklung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer ist denn kreativ? Sind das vielleicht nur die Leute, die wirklich in der Kreativwirtschaft arbeiten? Oder sind das vielleicht auch noch andere? Florida sagt, im Prinzip sind es alle Menschen, die in irgendeiner Form einen Berufsabschluss haben, also fast jeder vielleicht. Und zugleich sagt er, es gibt im Prinzip so diesen engeren Kern an kreativen Menschen. Das sind die Leute wirklich in der Kreativwirtschaft. Und zugleich sagt er, dass zu dieser kreativen Klasse aber auch zum Beispiel Manager gehören oder Rechtsanwälte oder auch Ärztinnen. Also letztlich alle Menschen, die in irgendeiner Form gebildet sind. Und auf die sollte letztlich Stadtentwicklung, Stadtförderung abzielen. Da gibt es natürlich viel Kritik an diesen Thesen, weil im Prinzip ist das vielleicht auch ein Stück weit so eine Elitenförderung und führt dann vielleicht über zwei, drei Umwege auch zur Gentrifizierung in den großen Städten. Aber zumindest ist eben diese These sehr, sehr erfolgreich seit 20 Jahren und führte eben dazu, dass wir jetzt seit ungefähr 20 Jahren auch in vielen Städten weltweit gesehen diese Proklamation haben von kreativer Stadt, Kulturstadt. Jede Stadt möchte irgendwie kreativ sein, die kreative Klasse anziehen und für diese Menschen dann eben bestimmte Angebote schaffen. Genau, die These dahinter ist so ein bisschen Jobs follow people. Also früher war es wohl so, sagt er, dass ja, da war es im Prinzip so people follow jobs. Also sobald man irgendwo Jobs hatte, sind dort Menschen hingezogen. Und er sagt, okay, im Prinzip ist es heutzutage andersherum. Das heißt, dort, wo kreative Menschen sind, dort können grundsätzlich erstmal Jobs entstehen. Er hat wahrscheinlich als Amerikaner da auch das Silicon Valley vor Augen. Das heißt, dort, wo eben diese Tech-Branche entstanden ist, wo neue Ideen sprießen, wo dann vielleicht auch die Menschen selbst dann Unternehmen gründen, vielleicht aber auch unmittelbar dann Unternehmen anziehen, die dort dann sesshaft werden. Und von dieser These ausgehend sagt er eben, okay, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt heutzutage Stadtpolitik machen für diese kreative Klasse, weil die eben der Motor der ökonomischen Entwicklung einer Stadt ist. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Spricht auch oftmals von diesen drei Ts, also Technologie, Talent, Toleranz. Wenn eine Stadt diese drei Aspekte aufweist, dann ist sie attraktiv und dann zieht sie Menschen an, die wiederum vielleicht dann auch zu dieser ökonomischen Entwicklung beitragen einer Stadt. Genau. Das Ganze macht er dann meistens auch messbar über verschiedene Rankings. Er sagt zum Beispiel, da wo bestimmte Bohemians sind, also Künstler, Kreative, wo vielleicht auch Homosexuelle sind, da steht das letztlich für eine bestimmte tolerante Atmosphäre.
Und dort können dann eben über 3, 4 Ecken dann eben zum Beispiel Unternehmen gegründet werden. Das ist eben die Idee von Richard Florida. Genau, und so kommt man dann vielleicht auch zu dieser These, dass Nachtökonomie sehr, sehr wichtig ist, weil sie eben einer von vielen Punkten ist, die für die kreative Klasse wichtig ist, um sich wohlzufühlen. Und das Ganze führt dann eben langfristig gesehen zu einer erfolgreichen Stadt oder einer erfolgreichen Region. Das Ganze, habe ich gerade schon mal gesagt, ruft verständlicherweise vielleicht sogar Kritik hervor. Das eine ist, dass man natürlich seine Schlüsse ein wenig kritisieren kann. Also ist es wirklich so, dass eine Stadt automatisch tolerant ist, wenn dort sehr, sehr viele Homosexuelle sind? Das kann man zum Beispiel in Frage stellen. Eine andere Sache ist das hier. Also grundsätzlich diese These der Ökonomisierung der Stadt, die Idee ist ja schon, letztlich muss es der Wirtschaft gut gehen in einer Stadt, die kann man natürlich auch aus etwas linkeren Perspektiven durchaus kritisieren und sagen, okay, eine Stadt ist vielleicht kein Unternehmen, Träume brauchen Freiräume, wie es da unten dran steht an der Fassade. Und das Ganze kann man dann vielleicht auch aufs Nachtleben übertragen, dass es eben bestimmte Freiräume auch in der Nacht auf jeden Fall braucht, damit die Stadt vielleicht weiterhin attraktiv ist und nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern vielleicht auch alle Menschen abholt. Genau. Und jetzt jenseits von diesen akademischen Diskursen ist es so, dass es natürlich auch verschiedene Konfliktfelder gibt. Genau, also verschiedene Konfliktfelder natürlich auch, zum Beispiel Alkohol- und Drogenkonsum im Nachtleben, Prostitution, ja klar, Lärmbelästigung auch, das weiß man auch seit einigen Jahren, dass Kornern sehr, sehr groß geworden ist. Ich habe mir schon sagen lassen, dass in Saarbrücken im Prinzip immer schon sehr, sehr viel auf der Straße unterwegs war, aber in anderen Städten hat man jetzt eben dieses Kornern als einen großen Trend der letzten 10 bis 15 Jahre erkoren. Und das führt natürlich auch zu Konfliktfeldern, Stichwort auch Abfall, Belästigung, vielleicht auch Lichtverschmutzung in den Großstädten, also dass gar nicht mehr wirklich Dunkelheit herrscht. Und all das sind sicherlich Konfliktfelder, weswegen man dann insgesamt sagen kann, klar, irgendwie ist Nachtleben relevant. Und deswegen sollte uns das auf jeden Fall heute und vielleicht auch in Zukunft interessieren. Gut, vielleicht auch nochmal, weil das ja so ein kleiner Eröffnungsvortrag ist, so ein paar Definitionsversuche. Was ist eigentlich Nacht? Also wie kann man das vielleicht greifen oder in 3, 4 Wörtern so zusammenfassen? Und da gibt es natürlich verschiedene Definitionen, wie das bei jedem Begriff so ist. Klar, man kann erstmal sagen, Nacht ist irgendwie die Phase der Dunkelheit. Das lässt sich dann sehr, sehr gut auch mit dem Stand der Sonne vielleicht dort abzeichnen und sagen, okay, das lässt sich vermessen ein Stück weit. Dann gibt es zugleich eben so verschiedene zeitliche Definitionen, die eher von einer Uhrzeit ausgehen. Zum einen etwa hier diese etwas ökonomische Definition, dass man sagt, ja, Nacht als eine Zeit nach dem Ladenschluss oder auch nach dem Arbeitstag, möglicherweise ab ca. 20 Uhr. Und andere versuchen es dann eher rechtlich zu definieren, Nacht als ein geschützter Zeitraum. Es gibt ja die Idee einer Nachtruhe eben von 22 bis 6 Uhr zum Beispiel. Und andere Möglichkeiten, die Nacht zum Beispiel über eine Sperrstunde entsprechend rechtlich zu reglementieren. Das sind sicherlich alles legitime Definitionen, aber aus einer eher sozialwissenschaftlichen Perspektive wird man natürlich auch versuchen, das Ganze qualitativ, also von der Bedeutung her, einmal zu definieren. Und da finde ich dieses Konzept hier sehr, sehr spannend, die Nacht als einen Gegenraum zum Tag. Das bedeutet, dass nachts wohl in irgendeiner Form andere Sachen erlaubt sind einfach, die am Tag so nicht gehen würden. Ein anderer Gegenraum ist zum Beispiel auch ein Fußballstadion oder möglicherweise auch der Urlaub in einem ganz anderen Land, auf den Malediven oder wo auch immer. Genau, und zugleich kann man möglicherweise auch sagen, dass die Nacht ein Gegenraum ist, wo auf jeden Fall andere Gesetze herrschen, wo andere Sachen erlaubt, vielleicht sogar eingefordert werden. Und das Ganze führt dann eben zu diesem Begriff einer Ökonomie der Faszination. Und zugleich ist auch eine ganz wichtige Facette dieses Konzepts der Nacht als ein Gegenraum, dass man diesen Gegenraum braucht tatsächlich, um am Tag zu arbeiten, könnte man jetzt sagen, sind die Leute darauf angewiesen, dass man vielleicht dann nach der Arbeit auch die Möglichkeit der Entspannung hat, vielleicht rauszugehen, vielleicht was trinken zu gehen und dementsprechend Möglichkeiten der Freizeitgestaltung hat. Und also das zusammengenommen sind so ein paar Definitionen, natürlich ist das nicht vollständig, aber ein paar Ideen vielleicht, um sich diesem Thema anzunähern. Gut, genau, das Ganze bezieht sich jetzt nicht nur auf Bordelle. Ich habe hier unten nochmal so ein Bild gepackt. Also Bordelle übrigens sind entstanden als ein gesellschaftliches Problemfeld, nämlich die Prostitution eben nicht mehr so sichtbar sein sollte im Stadtbild. Deswegen hat man dann versucht, das Ganze beherrschbar zu machen, indem man das in geschlossene Räumlichkeiten hin verlagert hat.
Dadurch war es eben nicht mehr so sichtbar und hat dann die Moralvorstellung einer bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr so stark touchiert. Und zugleich war es auch so, dass es dadurch natürlich beherrschbar wurde, weil man ganz genau wusste, okay, jetzt hat man hier eben einen Raum und vielleicht auch eine Zeit, wo man Sexualität ausleben kann. Und demzufolge war das dann ja so ein bisschen eine Win-Win-Situation, zumindest eben für die Gesellschaft, genau, und vielleicht auch für die Freier, die dort unterwegs waren. Gut, ganz kurz nochmal, das mache ich wirklich sehr, sehr kurz, eine kurze Geschichte der Nacht. Also seit wann gibt es Nachtleben? Klar, erstmal war es dunkel, da war erstmal nicht so viel los. Dann irgendwann gab es Feuer, ganz, ganz wichtig. Also da sieht man schon die Rolle von Erfindungen. Später war es dann zum Beispiel die Glühbirne, auch ganz wichtig. Heutzutage haben wir Smartphones, die auch einen Einfluss haben auf das Nachtleben. Aber ganz wichtig, eigentlich das Nachtleben, wie wir es heute kennen, entstand so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den großen Städten Paris, London und New York. Berlin hat dann versucht, so ab ca. 1900 einige Sachen von Paris zu adaptieren, aufzunehmen und sich auch dadurch ein wenig als Weltstadt zu vermarkten. Also es war auch damals schon so ein großes Bild, was man dadurch hat versucht zu erzeugen. Zugleich war es aber so, dass diese Städte natürlich auch damals schon Unterschiede aufgewiesen haben. Also das Nachtleben in Paris war sehr, sehr stark von der Straße geprägt. Also da war dann wirklich der Normalfall dieser, dass halt dort der bürgerliche Herr mit seiner Familie abends über die Boulevards flanierte, auch um da ja, gewissen Repräsentationsbestrebungen nachzukommen. Und in Berlin war das Nachtleben zumindest damals immer ein Nachtleben der geschlossenen Orte. Also die Straße war da gar nicht so stark bevölkert, eher als der notwendige Raum, den man irgendwie durchschreiten musste, zum nächsten Laden, zur nächsten Kneipe, zur nächsten Bar. Und dort war es, wie gesagt, eben ein Nachtleben der geschlossenen Orte, um es vielleicht dadurch auch besser beherrschbar zu machen oder nicht die ganze Stadt eben als ein Nachtleben kontrollieren zu müssen. Gut, wenn man sich jetzt diesem Thema annähert, kann man natürlich auch fragen, was gibt es überhaupt dazu? Irgendwelche Sachen vielleicht zu lesen, gibt es da Literatur zu? Klar, mittlerweile gibt es ein paar wissenschaftliche Studien. Das Thema ist jetzt hier in Deutschland, ich würde sagen, seit 5 bis 10 Jahren etwas größer geworden im US-amerikanischen Raum. Und generell im angloamerikanischen Raum ist es etwas größer, das ganze Thema, auch in der Wissenschaft schon behandelt. Und zugleich gibt es aber auch sowas hier, konkrete Politik- oder unternehmensberatende Ansätze von Menschen, die sich selbstständig gemacht haben und dann für Städte bestimmte Studien durchführen oder auch möglicherweise Hochglanzbroschüren erstellen, um dann Empfehlungen auszusprechen für ein sicheres Nachtleben. Dieser Phil Hetfield zum Beispiel, der hat dann Studien gemacht zu Liverpool oder war auch eingeladen von Sydney oder anderen großen Städten, die dann eben diese Menschen ansprechen und fragen, ob die in einer bestimmten Zeit dort vor Ort eben so eine Studie durchführen können. Daneben gibt es sowas hier, das haben vielleicht auch einige hier im Raum schon mal gehört oder gelesen, stadtnach8.de, sehr, sehr erfolgreiches Quellenreservoir aus Hamburg. Und zugleich dann gibt es natürlich auch sowas hier, spezielle Nachtführer, also im Prinzip Reiseführer nur für das Nachtleben, wie jetzt hier von Annette Lieberum aus Frankfurt zu Frankfurt. Und genau, natürlich gibt es auch noch ganz andere Berichte dazu, literarische Erschließungsversuche, Presse, Polizeiberichte, alles Mögliche. Also tatsächlich ist das Thema relativ präsent und wird auch zunehmend in den Tageszeitungen oder auch vor allem in den sozialen Netzwerken relativ groß promotet, die natürlich auch wieder zurückwirken über bestimmte Repräsentationen und Bilder und dazu führen, dass bestimmte Orte vielleicht dann auch sehr, sehr attraktiv wirken auf die Menschen, die dort unterwegs sein könnten, vor allem für jüngere Menschen. Gut, ich würde jetzt in diesem zweiten Teil ein wenig auf konkrete Orte und Räume zu sprechen kommen. Also das eine sind gleich auch konkrete Fallstudien zu verschiedenen Städten, aber zunächst mal vielleicht Orte innerhalb einer Stadt, die man sich anschauen könnte. Und das eine ist die Straße, das hatte ich gerade schon mal gesagt. Also die Straße ist im Kommen total. Also die Menschen gehen vermehrt auf die Straße, wollen vielleicht nicht mehr so stark in die Clubs gehen. Das ist sicherlich ein Trend, der jetzt in Deutschland schon etwas länger anhält. Vor allem in den großen Städten und den Universitätsstädten ist das etwas, was man so vielleicht vor 20 Jahren nicht kannte. Wie gesagt, es gab vielleicht Ausreißer hier in Saarbrücken, aber damit waren sie dann vielleicht dann wirklich an der Spitze der Bewegung, zumindest in Deutschland. Das Ganze kommt natürlich, das sogenannte Cornern, eigentlich aus einem ganz anderen Land, aus einem ganz anderen Raum. Da gibt es verschiedene Thesen. Die einen sagen, es war halt in Brooklyn oder in der Bronx irgendwie in New York der 80er Jahre, wo dann so verschiedene Straßengangs und Jugendliche sich gebettelt haben an Straßenecken. Eine andere These sagt ja, eigentlich gibt es das schon viel früher, nämlich von italienischen Einwanderern und Einwanderinnen, die das Ganze vielleicht schon in den 30er, 40er Jahren nach New York gebracht haben, aus Italien, wo vielleicht immer schon die Menschen auf den Straßen auch unterwegs waren. Also genau, ist nicht so ganz
ganz klar zu beantworten. Auf jeden Fall ist das ein Trend, der jetzt auch verstärkt im zentraleuropäischen und zum Teil sogar nordeuropäischen Raum auftritt. Kopenhagen hat da sicherlich auch schon einiges zu berichten zu diesem Thema. Also die Straße ist sicherlich total im Trend, sowieso das Nachtleben eben außerhalb dieser geschlossenen Orte. Es gibt auch durchaus Leute, die das als eine Befreiung feiern, die sagen, das ist total super, weil wir jetzt nicht mal an diese ökonomischen Zwänge, an die hohen Eintrittspreise von Clubs und so weiter gebunden sind. Das kann man so sehen. Natürlich gibt es aber auch Konfliktfelder, die ich gleich nochmal aufzeigen würde. Genau, dann sowas natürlich, also tatsächlich waren das auch so Sachen, mit denen das Nachtleben anfing, Kino, Theater, Konzerte, Festivals, sicherlich so eine große Ebene auch des Nachtlebens, die man sich in Städten anschauen kann. Ich habe gerade eine Sache noch übersprungen und zwar, da gehe ich nochmal ganz kurz zurück, einmal auf diese Folie. Hier unten hatte ich noch hingeschrieben Slumming. Slumming hat vielleicht auch schon mal der eine oder die andere hier gehört, also Slumming bedeutet, dass gut betuchte bürgerliche Herren früher in die Slums gegangen sind, wodurch dann auch das Nachtleben ein Stück weit entstanden ist, um sich dort eben ein exotisches, vielleicht auch erotisierendes Abenteuer zu erkaufen. Tatsächlich gab es dann irgendwann gestellte Messerstechereien und durchaus auch Führungen durch die Slums, auch Begehungen bestimmter Orte, Privathaushalte. Und da konnten sich Menschen dann dort eben damals ja so ein bisschen Abenteuer erkaufen, um am nächsten Tag dann in den Feinsalons von ihren rebellischen Aktionen dann natürlich alles im geschützten Raum zu erzählen. Also das war auch so sicherlich eine Facette des Nachtlebens im 19. Jahrhundert. Und böse Zungen sagen, dass vielleicht auch der Hipster von heute vielleicht sich manchmal gerne mit so einer etwas archaischen Architektur und Working Class und sowas irgendwie labelt in bestimmten Bereichen der Stadt. Genau, ich gehe noch mal kurz weiter zu den Orten und Räumen. WG-Partys sicherlich auch gerade in Studierendenstädten sehr, sehr groß, auch eine Möglichkeit, wie aktuell trotz bestimmter Beschränkungen noch Nachtleben stattfinden kann, was man vielleicht nicht immer sofort mit dem kommerziellen Nachtleben verbindet, aber auch da hängt natürlich einiges dran, auch dann die Supermarktbesuche der entsprechenden Partygängerinnen und Gänger. Dann klar, die Klassiker, Kneipe, Club, Diskothek. After-Work-Partys, gerade in Großstädten wie Frankfurt, sehr, sehr groß. Da gibt es dann manchmal so Rooftop-Partys oben auf den Hochhäusern. Also da sieht man schon ein wenig diese Bandbreite auch verschiedener Klientel, die nachts unterwegs sind. Und zugleich, was auch gerade schon mal in der Eröffnung angesprochen wurde, was man meistens gar nicht so vor Augen hat, was ist mit einem Taxi, was ist mit einem Nachtbus? Das sind extrem wichtige Orte für das Nachtleben, wo vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr gefeiert wird, wobei manchmal schon auch. Vielleicht ist das dann am Ende der Nacht auch nochmal ja, so das Ende, was da eingeläutet wird. Auch Dönerbuden, sowas, Imbissbuden, natürlich extrem wichtig. Und dann gibt es natürlich auch solche Orte, die vielleicht erstmal wirklich gar nicht attraktiv wirken. Das ist ein sogenannter Angstraum, wie man das in der wissenschaftlichen Literatur häufig so kennzeichnet. Also Tunnel, U-Bahn, Friedhöfe, das sind alles Orte, die überhaupt nicht attraktiv erscheinen und die aber trotzdem vielleicht auch ein wenig die Faszination der Nacht ausmachen, weil dort der Schrecken lauert. Zumindest eben war das früher so. Heutzutage ist das natürlich alles relativ sicher. Es ist beleuchtet in dem Normalfall. Aber nichtsdestotrotz sind das Orte, die man vielleicht auch sich als Stadt dann durchaus mal vor Augen halten sollte. Da gibt es auch dann zum Teil Lichtkonzepte, wie man diese Orte vielleicht sicherer oder wohnlicher oder angenehmer macht. Genau. Hier sieht man mal so als ein Beispiel, wie das in Frankfurt gemacht wird. Da versucht man, diese Angsträume auch gezielt zu vermarkten. Ich lese das mal kurz vor. Das Frankfurter Bahnhofsviertel genießt seinen düsteren Ruf und leidet zugleich an ihm. Kein anderer Stadtteil ist so gegensätzlich wie das Gebiet rund um den Hauptbahnhof. Zwischen Prostitution, Banken, Drogengeschäften und schicken Restaurants finden Sie hier die schillernden und abgründigen Facetten Frankfurts vereint. Schauen Sie bei einer Führung durch das Bahnhofsviertel einmal durch das Schlüsselloch der Tabuzone und erleben Sie eine spannende Führung, die Ihnen das Kiezgefühl des Bahnhofs hautnah vermittelt. Also auch wieder so ein bisschen dieses Slumming, diese Tendenz, dass man in einen anderen Raum rein möchte nachts, um dort ein wenig Faszination zu wittern. Faszination und Schrecken hatte ich gerade schon mal gesagt. Vielleicht ist es auch eben die Faszination des Schreckens, die hier dann durchaus auch vermarktet wird in diesen Nachtführern, die es gibt. Also zum Teil auch online, zum Teil auch ausgedruckt wirklich als Literatur zu kaufen. Zusammengefasst kann man sagen, es gibt natürlich große Unterschiede räumlich gesehen zwischen Stadt und Land, zwischen öffentlich und privat, zwischen drinnen und draußen und auch zwischen stark und schwach frequentierten Räumen und Orten, wo also zum Teil sehr, sehr wenige Menschen unterwegs sind. Aber auch sowas kann sich natürlich im Laufe der Zeit, Stichwort Straße, ändern und plötzlich sind dann da doch relativ viele Menschen auf der Straße unterwegs.
Beim Nachtleben geht es natürlich auch häufig um eine Atmosphäre, die man auch durch Licht und Beleuchtung schaffen kann. Da hat sich mittlerweile auch ein Wirtschaftszweig entwickelt, wie Lichtkonzepte für Städte produziert werden, um gerade diese Angstorte ein wenig angenehmer zu machen. Da gibt es dann Künstlerinnen und Künstler, die das Ganze dann oftmals kollektiv dann eben für eine bestimmte Stadt mit der jeweiligen Tradition dahinter entwerfen. Und natürlich ist auch wichtig, welches Licht da ist, ob das irgendwelche Neonröhren sind, wie im Krankenhaus, so eine etwas sterile Atmosphäre wird dadurch geschaffen, oder ob man vielleicht doch eher auf ein etwas warmeres Licht setzt. Und zugleich ist aber auch ganz wichtig, dass das Nachtleben ja dadurch so spannend wird, dass es diese Dialektik zwischen Fair- und Entbergen gibt. Also gerade diesen Gegensatz, es ist halt nicht komplett alles einsehbar, das macht es ja spannend, als wenn alles komplett ausgeleuchtet wäre. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, bei solchen Lichtkonzepten auch ein Stück weit Dunkelheit oder Dämmerung zu belassen. Genau, und Mobilität ist auch ganz wichtig. Ich habe gerade schon mal das Thema Taxi oder auch Nachtbusse angesprochen. Das ist natürlich auch mal eine große Frage, was man sich dann vielleicht als Kreativwirtschaft, auch als Stadt oder als Wirtschaftsförderung vor Augen halten könnte. Wie sind die Leute überhaupt unterwegs in der Stadt? Sind sie mit dem Fahrrad unterwegs und muss man dafür dann vielleicht nochmal eine bestimmte Infrastruktur stärker ausbauen, auch um das Nachtleben in dieser Hinsicht attraktiv zu machen, erreichbar zu machen, genau, aber auch sicher zu machen. Gut. Ökonomien, es geht ja hier um Nachtökonomie heute. Ich habe das mal so ein wenig untergliedert. Natürlich auf den ersten Blick wird nachts irgendwie gearbeitet, konsumiert. Unter Arbeit fällt ja auch durchaus die Nachtschicht im Krankenhaus zum Beispiel. Es fällt darunter aber auch zum Beispiel die Arbeit in einer Fabrik. Also nachts wird auch produziert durchaus. Und all das führt dann zum Teil dazu, dass es mittlerweile dieses Konzept einer 24-Stunden-Stadt gibt, also eine Stadt, in der rund um die Uhr irgendetwas für die Wirtschaft getan wird. Nachts in der Regel etwas weniger, aber auch nachts wird eben dazu beigetragen, dass am Ende des Tages dieses oder jenes Bruttoinlandsprodukt dort erzeugt wird. Und zugleich gibt es aber auch sowas hier, etwas indirekter vielleicht, die Nacht als einen Regenerationsraum, vielleicht auch zum Teil als ein ausgleichendes Ventil. Sie kennen vielleicht diesen Slogan Work Hard, Play Hard. Genau, und zugleich kann man dadurch sagen, durch diesen Regenerationsraum, durch diesen anderen Raum, durch die anderen Möglichkeiten der Lebensgestaltung nachts, durch diese vielleicht etwas weniger starke Regulierung, gewährleistet das dann die tägliche Leistungsfähigkeit, wenn man es nicht übertreibt natürlich. Aber auf jeden Fall sind das dann vielleicht so ein paar bestimmte Facetten, wie die Nacht als Ökonomie gefasst werden kann und zugleich eben dieser Faktor oder diese Idee von Florida, also dass die Nachtökonomie natürlich auch langfristig gesehen eine Attraktivitätssteigerung von Städten und Stadtteilen bewirken kann. Also eben gerade langfristig zur Imageverbesserung auch beitragen kann. Natürlich ist da auch wichtig die Berichterstattung, also die Frage, inwiefern das Nachtleben dort als Problem dargestellt wird, als ein Konfliktfeld oder ob man eher die positiven Seiten, die Möglichkeiten des sozialen Beisammenseins oder vielleicht auch einer internationalen multikulturellen Atmosphäre betont. Gut, hier nochmal so ein paar Beispiele aus so einem Nachtführer, um das Thema abzuschließen. Also in Frankfurt beispielsweise gibt es einen Nachtlieferservice, der zum Beispiel auch Kondome vorbeibringt nachts oder Toilettenpapier. Es gibt natürlich die Einkaufsmöglichkeiten, es gibt Imbissanbieter, die Tankstellen, klar, auch ganz wichtig. Dann gibt es auch mittlerweile Automaten, also wirklich so feste, stabile, fixe Nachtorte, wo man dann eben nach der durchtanzten Nacht dort die Füße schonen kann durch Einwegballerinas. Und es gibt auch mobile Masseure, was dort auch zur Nachtökonomie beiträgt, die nachts anzufordern sind. Wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man dieses Nachtleben und vielleicht auch diese Konfliktfelder ein wenig steuern, gibt es verschiedene Ansätze. Die einen sind eher restriktiv regulierend, ausgehend vielleicht von diesem Konzept der Überwachung durch Kameras, durch Polizei, Ordnungsamt, private Sicherheitsdienste, Türsteherinnen und Türsteher. Klar, natürlich kann man auch sagen, dass die Nachtgängerinnen und Nachtgänger untereinander sich ein wenig regulieren können und vielleicht den einen oder anderen nochmal darauf aufmerksam machen, dass man vielleicht nicht überall Müll hinwirft. Ist die Frage, ob das gemacht wird, wenn Alkohol im Spiel ist. Auch Barkeeper und DJs haben durch bestimmte Ansagen natürlich auch eine Handlungsmacht, um ein bestimmtes Verhalten vielleicht zu fördern oder auch eher zu unterbinden. Und daneben gibt es aber auch so ein paar verschiedene Fallbeispiele für eher präventiv dialogorientierte Steuerungsmöglichkeiten. Und das erste ist eins aus Nancy, gar nicht so weit entfernt. Da gibt es eben Beschriftungen und Schilder im öffentlichen Raum, Bruit non merci, also Lärm, nein, danke. Zum Teil auch durchaus auf LKWs angebracht, um damit durch die Nacht oder durch den Vorabend zu fahren und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ist die Frage, ob man sich dann daran hält, wenn man das sieht, aber auf jeden Fall wird dadurch dieses Thema vielleicht der Lärmbelästigung etwas größer in den Vordergrund gerückt und sichtbar gemacht.
Dann gibt es diese Herren und Damen hier aus Paris, das sind die Correspondants de Nuit, die mit präventiver Präsenz im öffentlichen Raum ihren Stadtteil ein wenig sicherer machen wollen. Das sind Menschen, die werden von der Stadt bezahlt, die wohnen aber in ihrem Stadtteil und sind natürlich jetzt nicht so von ihrer Wirkung her, vom Auftreten wie die Polizei direkt, aber sie sprechen die Leute eben an, wenn irgendwo zum Beispiel Müll herumliegt, wenn es irgendwo zu laut wird, dann gehen sie auch durchaus mal hoch zu den WGs, zu den Wohnungen und sagen, dass dort bitte die Musik etwas leiser gedreht werden soll. Und das wirkt natürlich dann deeskalierend im Gegensatz zur starken Präsenz von Polizei im öffentlichen Raum. Genau, und dann gibt es noch diese Herren und Damen hier, ein Konzept eigentlich aus Brüssel, mittlerweile auch von Berlin übernommen, die Gentlemen no coeur, die durch Pantomime, also relativ spielerisch versuchen dort, so eine etwas lustige Dimension mit reinzubringen, aber durchaus eben auch den Ernst der Lage durch ihre verschiedenen Aufführungen präsent zu machen. Man kann natürlich auch fragen, ist überhaupt jeder Stadtteil, ist jede Stadt an sich überhaupt steuerbar, das Nachtleben? Und ich habe ein Beispiel, ich war vor zweieinhalb Jahren mal in Chemnitz eingeladen für einen Monat, um dort im Rahmen der sogenannten IG Nacht, das war eine Veranstaltungsreihe, die über ein halbes Jahr ging, wo jeweils für einen Monat 1, 2, 3, 4 Personen eingeladen waren und als Expertinnen und Experten Empfehlungen am Ende ausgesprochen haben. Und in diesem Stadtteil Sonnenberg, der zu den ärmsten Stadtteilen in ganz Deutschland gehört und wo die Polarisierung sehr, sehr stark ist zwischen rechts und links, da gab es eben auch die Idee, dass man dort in irgendeiner Form ein Nachtleben etablieren möchte, um vielleicht die Konflikte zu entschärfen, um auch diesen Stadtteil attraktiver zu machen. Und dieser Stadtteil steht häufig leer, also viele Wohnungen sind tatsächlich Leerstand, obwohl das sehr, sehr schön ist. Man würde sich erstmal so denken, ja, Musterbeispiel für Gentrifizierung, Altbau, schön günstig alles. Das geht doch jetzt in 10 Jahren bestimmt durch die Decke. Ja, weit gefehlt. Also tatsächlich ist es so, dass die Leute dort häufig eben keine Arbeit haben oder sehr, sehr wenig verdienen. Und in dem Monat, bevor ich da war, gab es dann die Idee, dass man vielleicht so einen Späti dort eigentlich aufmacht, was man ja auch so aus Berlin kennt, an einer Ecke einfach einen Kiosk zu errichten. Dann kommen bestimmt die Leute und tatsächlich kamen ein paar Menschen, ein paar Anwohnerinnen und Anwohner und haben aber dann nicht dort großartig eingekauft, sondern haben tatsächlich nach Jobs gefragt. Und das verdeutlicht schon, dass man schon, glaube ich, bei jeder Stadt sich vor Augen halten muss, was möchte ich hier machen und schüttet man das Kind nicht mit dem Bade aus, wenn man jetzt zum Beispiel einfach unbedacht versucht, das eine Konzept aus einer Stadt, was durchaus erfolgreich ist, einen Späti auf eine andere Stadt zu übertragen, dann haben die Menschen aber kein Geld dort 1,50 Euro oder 2 Euro im Kiosk für ein Bier zu bezahlen, weil die Einkommensstruktur da wirklich sehr, sehr schwach ist. Und das ist sicherlich ein Beispiel dafür, dass man sich da vorher Gedanken machen sollte, wie man das Nachtleben jeweils fördert. Genau, das hatte ich gerade schon mal gesagt, also vielfältige Konflikte beim Thema Cornern oder beim Thema draußen sein. Das fängt an bei Lärmbelästigung von Anwohnerinnen und Anwohnern. Das führt aber auch sicherlich dazu, dass die Menschen häufig eben mitgebrachte Sachen dort liegen lassen. Das sind so diese Konfliktfelder. Auf der anderen Seite ist das eben jetzt auch vielleicht eher so ein etwas niedrigschwelligeres Nachtleben. Das hatte ich gerade schon mal gesagt. Die Leute zahlen keinen Eintritt eben in den Clubs, was wiederum für die Clubbetreiberinnen und Betreiber ein Problem ist natürlich, indem das Ganze eben etwas entkommerzialisiert wird und in den öffentlichen Raum hin verlagert wird und weniger privat dann vielleicht über Geld gesteuert wird. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Da können wir natürlich gleich auch nochmal in der Diskussion drüber reden. Das andere, Nachtbürgermeisterinnen und Nachtbürgermeister, auch ein großer Trend, den wir jetzt seit einigen Jahren in Deutschland haben. Mannheim zum Beispiel hat da vorgelegt, macht das auch relativ präsent. Andere Städte wollen da, glaube ich, nachziehen, wenn sie es noch nicht getan haben, wie Frankfurt und ich glaube auch Berlin hat da mal drüber nachgedacht. Es ist ein erfolgreiches Konzept, muss man sagen. Also vor allem ist es natürlich symbolisch erstmal, dass auch die Medien davon dann Wind bekommen von diesem Thema. Zugleich hat man dadurch aber auch eine Ansprechperson. Das heißt, man weiß, wenn man jetzt zum Beispiel Clubbesitzer ist oder Anwohnerin, an wen man sich wenden könnte, wo man Hilfe bekommen könnte, wenn irgendwo Probleme, Konfliktfelder aufbrechen. Und man muss das natürlich jetzt auch nicht Nachtbürgermeisterin oder Nachtbürgermeister nennen, aber ich glaube, dass es schon sehr, sehr sinnvoll ist, grundsätzlich für diesen Bereich eine Stelle zu schaffen, vielleicht auch innerhalb einer Stadt, wo dann letztlich diese verschiedenen Konfliktlinien auch zusammenlaufen, worüber eine Steuerung dann stattfinden kann. Und worüber man dann vielleicht dann eher zu Experten dann nochmal die Sachen weitergibt. Also wenn es wirklich um rechtliche Fragen geht. Und es sollte natürlich dann eine Person sein, die gut Konflikte moderieren kann und vielleicht auch die lokale Nachtökonomie ein wenig kennt. Genau, Digitalisierung, sicherlich natürlich auch ein Riesenthema seit 10, 15 Jahren. Smartphones, soziale Netzwerke.
In Hamburg arbeite ich am City Science Lab. Das ist eine Kooperation mit dem MIT in den USA. Und wir arbeiten da mit solchen Touch-Tables, sogenannte Cityscopes nennt man das. Das sind letztlich so Tische, auf denen verschiedene Daten der Stadt eingespeist sind, zum Beispiel über Leerstände, zum Beispiel über die Einkommensstruktur, die Bewohnerstruktur. Und da kann man dann natürlich Partizipation schaffen, indem man dann zum Beispiel die Anwohnerinnen und Anwohner, die Konfliktparteien zum Teil an einen Tisch holt, im wahrsten Sinne des Wortes, um dort dann gemeinsam zu überlegen, wie man bestimmte Sachen auf Grundlage dieser objektiven Datenlage vielleicht dann bewertet. Das Ganze wurde erstmals erprobt im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015-2016 und hat natürlich dazu geführt, dass dieser große Konflikt damals um Flüchtlinge, Sie wissen das, die politisch aufgeladene Debatte ein wenig objektiviert, ein wenig nüchterner, ja, diskutierbarer machte, sodass man dort wirklich gesehen hat, okay, vielleicht in der Nachbarschaft gibt es irgendwo auch ein Haus, irgendeine Möglichkeit, dort Menschen zu versammeln, eben damals für Flüchtlinge. Vielleicht kann man sowas jetzt auch in anderen Kontexten nutzen, um darüber dann letztlich gemeinsam zu diskutieren um diese Tische herum. Die sind ja unterschiedlich groß, die gibt es zum Teil so 3 mal 3 Metern. Und es ist, glaube ich, wirklich eine gute Möglichkeit, auch verschiedene Hierarchiestufen zusammenzubringen. Nicht nur die städtische Elite, sondern vielleicht tatsächlich die Menschen, die dort wohnen, die Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber. Genau, und dann noch der letzte Trend, den ich vorstellen wollte, ist die Ausweitung der Nacht in den Tag hinein. Also das eine ist natürlich diese räumliche Ausweitung in die Straße von den Clubs sozusagen, in den öffentlichen Raum hinein. Das andere ist eben die zeitliche Ausweitung, dass die Nacht eben zunehmend zum Beispiel einfach weitergetragen wird, dieses klassische Nachtleben, in dem etwa an einem Sonntag, also in Münster zum Beispiel, gibt es dieses Konzept, dass dort sonntags nochmal das Wochenende ja auszuklingen ist, wo sich Menschen dann treffen und weiterfeiern, den ganzen Tag über draußen an der frischen Luft, im Sommer zumindest. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass dieses Nachtleben, glaube ich, auch oder sozusagen außerhalb dieser dunklen Zeit andere Zeiträume dann zusehends akquiriert und da natürlich dann auch neue Konfliktfelder produziert, aber zugleich auch dadurch ökonomisch nochmal durchaus wertvoller wird, auch für die Stadt und eine größere Relevanz entfaltet, wenn eben auch tagsüber jetzt zum Teil zumindest am Wochenende auch getanzt wird, gefeiert wird und so weiter und so fort. Genau, und damit wäre ich auch schon durch und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.